ich wäre schon viel früher da gewesen, wenn ich hätte reiten dürfen. Oh oh, das ist schon wieder sowas. Gameplayerin, Kommandant Rainer hat uns Verstärkung zugesichert, aber ich hätte nicht gedacht, dass er dich schickt. Ich erkenne dich ja kaum wieder. Du siehst ja richtig hart gesotten aus. Aber dir ist klar, dass das hier kein Zucker schlecken wird. Ja, das befürchte ich auch. Wir haben die Siedlung am Tölpeturm nach der Katastrophe mit unserem Blut und Schweiß wieder aufgebaut, nachdem wir alles verloren haben. Damals haben wir uns nicht von der Härte des Schicksals in die Knie zwingen lassen und werden auch jetzt nicht vor irgendwelchen Gesocks den Schwanz anziehen. Ihr habt doch gar keine. Wir weichen keinen verdammten Ilm, verstanden? Okay. Wieso muss ich jetzt gegen Stufe 18 kämpfen, obwohl ich nur Stufe 14 bin? Wollt ihr mich verarschen? Wieso kriege ich denn sowas so früh überhaupt? Da sind sie! Sie kommen! Oh mein Gott. Was haben die Gelbjacken hier zu suchen? Die Drecksläuse sollten doch woanders beschäftigt sein. Haben wohl die Karten verkehrt rumgehalten. Sollen wir dann lieber zurück und Verstärkung von den Sahagin mitbringen? Vergiss es. Mit leeren Händen gehen wir nicht. Die Bürger lasst ihr am Leben, verstanden? Sonst wird sich Leviathan stattdessen euch als Opfer nehmen. Aber die gelbe Plage könnt ihr gerne massakrieren. Zeigt ihnen, was die plündernden Schlangen mit unerwünschtem Publikum machen. Diese verdammten Ratten. Dann waren die Tölpeturm-Siedlung also tatsächlich ihr wahres Ziel. Trupp 1 und 2 schützen die Bürger. Trupp 3 hält uns den Rücken frei. Und Gameplayerin stürzt sich einfach mitten rein. Und wir hier werden diese Schlangenbrut mal ordentlich aufmischen. Kommandant Rainer soll von unserem Sieg hören. Oder von unserem Tod. Warum erinnert mich das jetzt irgendwie an WoW? Für Limsalominsa! Ha, ha, ha. Wir werden eure Eingeweide in eure hübschen gelben Jäckchen packen. Boah, hallo, ich kann mich gerade gar nicht drehen. Zauberer? Scheiße. Hallo, heil dich. Heil dich bloß nicht. Wie oft muss ich hier auf Heilung drücken, damit die sich mal heilt? Ja, ich möchte es gerne endlich machen, ja. Ach, kommt, Leute. Kann man das überspringen? Ach, ja. Wieso kann die nicht... Du sollst angreifen, und zwar auf den, den ich ausgewählt habe. Keinen anderen.
keine Chance. Aus dem Nichts, was wie? Oh fuck. Oh fuck. Nein, lauf doch! Mann! Was ist diese scheiß Kampfsteuerung? Gut gemacht. Mit dem plündernden Pack haben wir aufgeräumt. Ich werde die übrigen mit ein paar Männern verfolgen. Es kann sein, dass da draußen noch mehr sind, also pass auf. Wieso zeigen die nie ihr Gesicht? Ah, ich verstehe. Die Quelle deiner Stärke ist nun offenbar. Aber was hältst du hiervon? Zürnende Stimme der Schöpfung. Sende mir empor eine Kreatur aus deiner unfassbaren, unergründlichen Tiefe. Oh fuck. Das ist jetzt nicht mein Gegner, oder? Damit wird dein armseliger Rest an Standkraft gleich aus den Wurzeln ausgerupft werden. Oh, falsche Taste. Wollt ihr mich verarschen? Fuck. Also gut, ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu dem Kampf davor ist das jetzt wirklich Larifari. Achso, ich muss hier weitermachen.
Okay. Also die Runde fand ich viel angenehmer als die davor. Nächstes Mal wird dich die Macht der Himmelsboten vernichten. Himmelsboten? Dann ist es so, wie ich befürchtet hatte. Ein Askian, also einer der Himmelsboten, wie die wilden Stämme sie nennen, die Stifter von Chaos und Zerfall. Unser Verdacht war berechtigt. Die Sahagin wurden tatsächlich von den Askians manipuliert. Und nicht nur sie. Was ist das? Ob ich deswegen von Scharlajan hierher gekommen bin? Wieso weißt du, woher ich komme? Nein, du brauchst nichts zu erklären. Ich weiß, dass du mit deiner besonderen Kraft gesegnet bist. Alles in Ordnung? Wenn ich gewusst hätte, was sich hier noch für Ungeziefer verkrochen hat, hätte ich dir ein paar Leute hier gelassen. Die Entführungsgeschichten der letzten Zeit haben wir jedenfalls aufgeklärt, was? Die Piratenbrut hat die Leute verschwinden lassen und wollte es hier wieder versuchen. Und dieser Bastard hier war der verborgene Rädelsführer. So kann man die Lage wohl zusammenfassen. Ich bin sofort gekommen, als ich seine Anwesenheit spürte. Aber einen solchen Kampf hatte ich nicht erwartet. Immerhin habe ich daraus wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Ich hätte aber irgendwie komische Schuhe an sich gerade. Dank der tapferen Gameplayerin. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte es nicht rosig ausgesehen. Und auch dir vielen Dank für deine Hilfe, Ishtola. Du und der Bund der Morgenröte seid ein Segen für Lim Salominsa. Ich wäre froh, wenn wir damit einen Schlussstrich unter die Entführungsfälle ziehen könnten. Du bist in etwas von großer Tragweite hineingezogen worden. Größer, als du jetzt ahnst. Ich habe das Gefühl, dass wir schon bald Gelegenheit zu einem eingehenderen Gespräch haben werden. Aber fürs Erste musst du diese Angelegenheit hier zu Ende führen. Berichte Kommandant Rainer und bestelle ihm Grüße von mir. Dieser Blick gerade. Na gut, dass sie den nicht berührt hat. Ja, jetzt stehe ich gerade ein bisschen im Korallenturm. Moment, wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier oben. Achso, ich muss quasi wieder zurück und dann nach ganz oben. Okay, gut. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Kommandant Rainer, Kommandant Rainer. Winter, da bist du ja. Ich habe schon mit Ungeduld auf deinen Bericht gewartet. Du sollst ja Unglaubliches vollbracht haben. Ich und meine Leute schulden dir Dank. Ein starker Arm, unbeugsamer Wille und ungetrübtes Urteilsvermögen. Du besitzt alle Qualitäten einer wahren Kämpferin. Na gut, ich bin einmal gestorben, ne? Aber sei dir sicher, dass du einmal eine bedeutende Rolle in Eoceras Schicksal spielen wirst. Es ist nur eine Frage der Zeit. Baderun hat ein gutes Auge für Leute und mit Potenzial. Das muss man ihnen lassen. Und der Admiral wird genauso beeindruckt sein, wie prächtig du dich hier in Limsa machst. Ich muss gestehen, dass du auch mein persönliches Interesse geweckt hast. Ja, schlecht sieht er ja nicht aus. Wärst du vielleicht bereit, uns ein paar von deinen Erlebnissen zu erzählen? Ui, wo denn? Privat in der Kammer? Da lachen die einfach. Ishtola arbeitet nun schon eine ganze Weile mit uns zusammen. Hat sie dir das erzählt? Mist. Deswegen konnten wir glücklicherweise auch diesmal auf ihre Hilfe zählen. Aber nun, da du so eine beeindruckende Leistung bei deinem Vorfall mit den Victory gezeigt hast, ganz zu schweigen von dem Kampf mit der an der Tölpel.
Tölpelturm-Siedlung. Ich weiß nicht warum, es ist für mich ein Zungenbrecher. Bist du ganz oben auf der Liste der verdienstvollen Personen? Der Admiral! Der Admiral oder die Admiralin? Gameplayerin Winter, darf ich dir Admiral Blow His Win vorstellen? Du bist also die Abenteurerin, von der mir berichtet wurde. Ich bin Melve Bluefiswin, Admiral des Mahlstroms. Im Namen von ganz Limsalominsa danke ich dir. Kein Thema. Hier, nimm das als Belohnung für deine Hilfe. Schließlich lebt niemand von Luft und Ehre allein. Eine leere Hand, vielen Dank. Baderon und Kommandant Rainer haben mir alles über deine Heldentaten erzählt, die du seit deiner Ankunft in Limsa begangen hast. Bitte leiste uns bei dem kommenden Festessen Gesellschaft. Schließlich hast du die finsteren Machenschaften der Sahagin unterbunden. Das muss gefeiert werden. Oho! Oho! Eine persönliche Einladung. Also, wir sehen uns beim Festessen. Sei bitte pünktlich. Ohne unseren Ehrengast werden wir kaum anfangen können und einige der Piraten werden ziemlich mürrisch, wenn sie zu lange aufs Essen warten müssen. Ich weiß aber gar nicht, um wie viel Uhr. Küss mich, beten ein versteckter Prinz. Ein limsischer Ring, okay. Ich liebe diese Musik. Vor allen Dingen nach so einem Kampf liebe ich sie noch mehr. Sind wir nicht ein tolles Pärchen, der Admiral und ich? Nein, jetzt mal Scherz beiseite. Das Video ist jetzt schon sehr, sehr lange gegangen. Rückwirkend betrachtet würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, dass ich zwei Videos draus machen werde. Dass ich das Ganze quasi vor dem finalen Kampf so ein bisschen cutten werde. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und ja, ich bin auch jetzt doppelt gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, es ist ja jetzt nicht nur noch die Hauptgeschichte, sondern es kommt anscheinend noch ein großes Festmahl. Wer weiß, vielleicht, keine Ahnung, fliegen dann Pfeile ins Essen rein und wir werden angegriffen oder irgendwas explodiert oder vielleicht ist es auch einfach nur eine schöne Zwischensequenz. Wer weiß, ich meine, ganz ehrlich, bei dieser Sache bin ich momentan wirklich auf alles eingestellt. Ich bin nur gerade ein bisschen irritiert, weil links überall so komische weiße Flöckchen immer wieder ins Bild kommen. Das irritiert mich doch jetzt gerade sehr. Ja, wie gesagt, wir machen hier mal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge, ja, machen wir entweder mit der Quest weiter oder stürzen wir uns aufs Buffet. Man weiß es nicht. Aber ich werde auf jeden Fall mit dem Kommandanten gleich nochmal sprechen. Also sprich, in der neuen Folge. Bis dann. Ciao.